Genau, jetzt okay, passt. So, hallo liebe Leute, also ich möchte euch heute meinen Physio vorstellen. Das ist der Harry, unser... Grüß euch. Es ist, der schaut nach meinem Wohl. Ja. Ich habe schon einige Probleme gehabt in meinen Beinen und mit meinen Knien und mit meinen Achilles. Und muss echt sagen, also wenn ich diesen Herrn nicht gehabt hätte, dann wären einige Runden nicht mehr also zum Überschauen gewesen. Und also zum Gehen alleine schon vom Meniskus her und von meinen Achilles, von wo ich also wirklich fast nicht mehr gehen habe können, mit ein, zwei Bearbeitungen, war das einfach wieder super. Also der Mann steht in meinen Büchern ganz hoch oben drinnen und sowas braucht man. Und jetzt, da ich die Pause habe und mich auch so physisch jetzt vorbereite, auf diese Saison, natürlich muss ich meinen Physio besuchen, dass er mich ganz auf die Beine bringt. Weil gehen alleine hilft auch nichts, weil man kann sich auch was kaputt machen. Aber jetzt möchte ich euch einmal kurz... Harry, wie lange machst du das schon? Ich mache das jetzt schon seit 28 Jahren. Arbeite sehr autodidaktisch, das heißt, ich lasse mich führen, was das Beste ist für den jeweiligen. Und der Max spricht, wie gesagt, wunderbar an. Also mit Max ist eine großartige Zusammenarbeit. Die Zusammenarbeit ist ganz wichtig, dass man ein Team ist, wie am Platz, wie der Max als Caddy. So müssen wir auch ein Team sein und wir zwei sind ein hervorragendes Team und ich werde Max mobilisieren, dass er noch in 20 Jahren der beste Caddy der Welt ist. Ob ich Max in 20 Jahren noch die Tasche schleppen will, ist eine andere Frage. Aber physisch könnte ich es machen. Physisch kein Problem. Super. Und ja, du verbindest ja deine Methoden so ein bisschen mit dem Osten und Westen. Ja, genau. Und hast du das, wie bist du auf das gekommen? Ja, ich habe vor 28 Jahren eine Ausbildung gemacht und dann habe ich eben diese verschiedenen Methoden erlernt, Fußreflexzonenbehandlung, Akupunkturmassagen und so weiter. Und die letzten 15, 20 Jahre arbeite ich hauptsächlich autodidaktisch, das heißt, ich lasse mich führen und lasse von innen Impulsen leitend mich auf den richtigen Weg bringen. Und das ist goldrichtig für die Arbeit. Na super, dann einmal fürs Erste reicht's, falls jemand was mehr wissen will, lasst es mal wissen in der Zwischenzeit. Was ich Ihnen jetzt arbeiten und wir werden das ausschalten. Schaffen wir es auch schon. Na, schauen wir es. Ich hab's gerettet.